Herzlich willkommen zum FS1 Sommerfest in der Bergstraße 12. Heute ist ja auch das Linzergassenfest und im Rahmen davon hat FS1 gleich das Sommerfest angehängt. Es begrüßt euch Sabaha Sinanovic und bei mir heute zu Gast sind unsere Nachbarn von der Bergstraße 11b, von der Galerie B11. Also herzlich willkommen, dobrodošli, Maria Velicković, Sandra Neureiter und Marko Govorčin. Meine erste Frage geht an die Maria Velicković. Maria, wann habt ihr denn die Galerie gegründet? Wir haben die Galerie vor 2 Jahren gegründet. Wer hat das gegründet? Die Idee war eigentlich von Branislav Velicković und wir haben uns ihm angeschlossen und ihn unterstützt in diese Idee, damit er diese Idee verwirklichen kann. Und seit 2 Jahren existieren wir als Verein Jazzwe. Das ist eine Plattform für interkulturelle Vernetzung. Was wollt ihr denn erreichen mit der interkulturellen Vernetzung? Ja, also wir wollen die Künstler aus verschiedenen Ländern. Wir haben angefangen mit Künstlern aus ex-jugoslawischen Raum vorzustellen in Salzburg, uns vernetzen mit Künstlern in Salzburg, mit einheimischen Künstlern und einfach, es geht um einen Austausch. Was hattet ihr bisher für Ausstellungen? Wir haben ganz verschiedene Ausstellungen bis jetzt gemacht. Vor allem waren die Künstler aus ex-jugoslawischen Raum, da waren Künstler aus Salzburg. Zuletzt war eine Künstlerin aus Amerika, Frau Branka Jadric. Dann war einer von 10 besten Aquarellisten in der Welt. Herr Endre Penovac hat seine Bilder vor einem Monat ausgestellt. Und es sind laufend Ausstellungen und Konzerte. Ja, zu den Ausstellungen möchte ich jetzt gleich weitergehen zur Sandra Neureiter. Sandra, die aktuelle Ausstellung, wer ist denn jetzt ausgestellt in der Galerie? Also zurzeit haben wir diverse Bilder hängen, ja. Und ab nächsten Freitag, den 8. Juli, haben wir ganz eine besondere Ausstellung für eine Woche lang. Das ist Art for Peace, nennt sich das. Ist eigentlich ein Kunstprojekt, ja. Und da geht es darum, den Friedensgedanken mittels Kultur und, ja, und Kunst ja. Genau, weiter zu verbreiten. Dieses Wochenende gibt es ja auch schon ein Programm. Dieses ist Linzergassenfest. Okay. Vielleicht noch zu euren Öffnungszeiten jetzt beim Linzergassenfest? Linzergassenfest haben wir Open End. Ansonsten haben wir von Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr offen. Ja, danke Sandra. Dann möchte ich weitergehen zum Marko. Also Marko Govorčin, seit wann bist du denn bei dem Verein dabei? Ich bin seit Dezember letztes Jahr beim Verein und freue mich sehr. Du bist ja Musiker, wie wir sehen können, an der Gitarre. Nicht nur der Gitarre, aber... Genau. In welchen Sprachen singst du denn? Ja, in welchen? Ist eine gute Frage, dass ich nicht jetzt aufzählen muss. Ja, ein paar vielleicht, dass wir ein Beispiel zu sagen, haben. Ja. Englisch, Deutsch, Italienisch, meine Muttersprache, sage ich immer wieder. Aber insgesamt sind das 36 Sprachen. Du stammst ja ursprünglich auch aus dem ehemaligen Jugoslawien. Ich stamme aus Bosnien-Herzegowina, aus wunderschönen Stadt Mostar. In Mostar gibt es ja natürlich auch eine sehr reiche Musikkultur. Und natürlich können wir dich jetzt nicht gehen lassen, ohne dass du uns eine Kostprobe gibst. Was möchtest du uns denn singen? Ja, es gibt immer wieder wunderschöne Lieder, auch aus Mostar, aber jetzt habe ich vorher gedacht, inzwischen ist ein Lied fast Kult geworden und stammt aus sehr, sehr bekannten Sänger aus Kroatien namens Oliver Dragojevic und das heißt Schiff in der Flasche, Brod u Boci. Und jetzt werde ich, liebe Sandra, bitten, dass mir das Mikrofon hält und werde das vorsingen. Ja, danke schön. Ja nisam kao ti Da bi prihvatio kraj
bez jednog pitanja. Bez riječi utjehe. Al moram biti ja. Da podnio bi to. I da vrata otvorim. Za neka nova svitanja, ko brod u boci putujem, a neću stići nikamo, jer suviše ti dugujem, da bez tebe bih mogao, ko brod u boci putujem. Neću stići nikamo, jer predobro se poznajem, da bez tebe bih mogao, ko brod u boci putujem, i suviše ti dugujem, a dao sam ti premalo. Ja, vielen Dank, Marko Gvorcin, und auch vielen, vielen Dank an euch, also Maria Velicković, Sandra Neureiter und eben Marko. Also an unsere Nachbarn Komšije, wie wir auf Bosnisch sagen würden, fürs Kommen, und ein schönes Linzer Gassenfest euch noch. Und wer möchte, kann in die Bergstraße 11 gehen, also 11b. Das sind unsere Nachbarn, so 200 Meter weiter Richtung Linzergasse. Und schaut euch die Bilder an und genießt es noch. Der Marko wird heute dort auch noch live natürlich mit seiner Gitarre spielen und vorsingen. Also vielen Dank. Die Moderation war Sabah Hasinanovic, und ein schönes FS1 Sommerfest euch noch.